Die Wirtschaftslage in Deutschland wird zusehends ernster. Einige Betriebe und Unternehmen sind aufgrund der hohen Energiepreise in Schwierigkeiten geraten. Auch bei ArcelorMittal in Deutschland sind Einschnitte geplant. In Bremen und Hamburg wurden einige Anlagenteile vorübergehend stillgelegt. Auch Kurzarbeit in einigen Bereichen wird es geben. Davon ist auch Eisenhüttenstadt betroffen. Die Produktion läuft aber dennoch weiter. Ja, momentan ist es so, dass es einen Nachfrageeinbruch gibt. Das heißt, wir haben nicht mehr die Mengen, werden im Moment nicht die Mengen abgerufen, sowohl bei Auto als auch bei Industrie, was wir eigentlich bräuchten. Liegt einfach zum einen an der Gaskrise und zum anderen auch, dass im Moment sehr viel Unsicherheit herrscht bei vielen Firmen, wie wird es weitergehen, und daher sind im Moment die Mengen weniger. Wie es mit der Energiesituation im Werk in Eisenhüttenstadt aussieht, besonders beim Gas, das hat uns der Geschäftsführer Primary, Dr. Ralf-Peter Bösler, im Stadtfestzelt Ende August einmal erklärt. Große Mengen Gas werden nur partiell benötigt. Der Hochofen ist nicht betroffen. Nein, der Hochofen ist nicht betroffen, auch nicht Stahlwerk. Natürlich brauchen wir noch dort geringe Mengen, aber wir erzeugen Hüttengase, die wir dann verstroben. Das heißt, ich brauche im Hochofen, ist der Energieträger in erster Linie Koks und Einblaskohlen. Dort brauche ich keine signifikanten Erdgasmengen, genauso im Stahlwerk. Dort brauche ich natürlich ein bisschen Gas zum Brennen, aber ansonsten auch der Prozess an sich. Ich blase auf das flüssige Roheisen und auf den Schrott Sauerstoff auf, oxidiere damit die Elemente. Es ist eine Exotherm-Reaktion. Ich brauche dort kein Gas als Brenner zusätzlich. Dennoch wird Gas auch im Werk gebraucht. In erster Linie brauchen wir Gas für die Erwärmungsöfen, also angefangen im Warmwalzwerk, im Hubbalkenofen und dann natürlich in den Glühöfen, in den beiden Verzinkungsanlagen und in der Oberflächenbeschichtungsanlage. Die Mengen, die wir da brauchen, sind im Moment noch verfügbar. Es wird davon abhängen, inwieweit wirklich dann strenge Reglementierung stattfindet. Es ist zu erwarten, wenn weiter ein Engpass bestehen wird oder wenn die Lieferung noch weiter reduziert, wenn das dann irgendwann die Bundesnetzagentur eine Vorgabe macht und dann muss man am Ende 10%, 15%, 20% reduzieren. Das kann man bis zu einem gewissen Grad über eine Produktionsreduzierung machen. Ab einem gewissen Grad muss man dann wirklich die Anlagen stoppen und dann alternierend betreiben, also zum Beispiel den Hubbalkenofen oder die Verzinkungsanlagen. Aber so weit sind wir zum Glück noch nicht. Das haben wir im Moment lediglich vorbereitet als Worst-Case-Szenario. Momentan gehen wir davon aus, dass die Mengen verfügbar sind, sodass wir nicht aufgrund des Gases reduzieren müssen, sondern momentan eben eher aufgrund der Nachfrage reduzieren. Im Werk wird wohl kein russisches Gas verwendet. Dennoch muss man hier auch mit Reduzierungen rechnen. Am Ende des Tages ist es vollkommen egal. Am Ende des Tages ist es eine Menge, die nach Deutschland reinkommt. Die sind aber natürlich alle limitiert und insofern wird es am Ende so sein, man wird gucken, was man als Gesamtmenge zur Verfügung hat, wird eine Kalkulation machen, welche Mengen sind in den Speichern, und dann wird eine Entscheidung kommen, muss man die Mengen regulativ reduzieren oder nicht. Und dann wird es unabhängig davon sein, ob man einen Vertrag hat für russisches Erdgas, für norwegisches Gas. Das ist dann irrelevant. Das ist dann eine Entscheidung der Bundesnetzagentur, wie steuere ich das über die Gesamtindustrie. Etwas komfortabler sieht es beim Strom aus. Wir sind momentan nahezu Elektroenergie autark. Das heißt, wir erzeugen unsere benötigte Elektroenergie selber durch die Verstromung der Hüttengase bei unserem Joint Venture bei FEO. Außerdem haben wir noch eine Dichtgasentspannungsturbine, wo man auch noch Strom erzeugt. Das heißt, wir sind plus minus autark bei Strom. Das langfristige Ziel für grünen Stahl bleibt bestehen. Das langfristige Ziel bleibt hundertprozentig bestehen. Und wir haben auch jetzt nicht gesagt, dass wir das um 3 oder 4 oder 5 Jahre schieben. Das wird sich dann ergeben aus den Entwicklungen, zum einen aus der Bestätigung der Förderanträge und zum anderen aus der gesamtpolitischen Lage, wo man dann eben sagt, welche Mengen an Strom, an Gas sind verfügbar, und dann muss man die Technologien entsprechend adaptieren. Kluge Wirtschaftspolitik hat man hier im Werk schon immer betrieben. Das kann man allerdings vom derzeitigen Bundeswirtschaftsminister nicht behaupten.